Ja? So ein Überhang. Ach was. Ist nicht wahr. Scheiße, stimmt. Ich bin gerade einfach nur so krass froh, dass wir schon hier sind, weil ansonsten hätte ich so schlapprige Knie gerade. Ich würde gar nicht mehr klarkommen. Es ist halt einfach wirklich nur so 25 Meter vom Weg entfernt. Ja, ja, der zieht. Ja, aber das ist nicht gesichert. Wenn das hochflutscht, dann... Ist ja nicht auf unser Auto. Ja, und jetzt? Ja, krank. Geht. Ja. Oh Gott. Ja. Oh nee. Das zieht jetzt mit 10,8 Tonnen. Ja? Mhm. Cool. Das ist so schwer. Ich bin so schwer, ja. Am Strand von Ersfjord machten wir noch einen kleinen Spaziergang, bevor es dann auch schon zur nächsten Wanderung ging und das Ganze, ohne wirklich eine Pause eingelegt zu haben. Für Sabi und mich war es jetzt bereits die vierte Wanderung hintereinander in kürzester Zeit und das merkten wir natürlich auch, aber wir wollten trotzdem alles mitnehmen, was nur irgendwie ging und ja, bis dahin wussten wir natürlich noch nicht, was uns auf dieser Wanderung alles passieren würde und was uns alles erwartet. Und wir können wirklich von Glück sprechen, dass wir nicht zur falschen Zeit am falschen Ort waren. So, wo geht's denn heute hin? Da irgendwo hoch. Na, suchen, tochen, da. Dort's. Ach, da. Na dann mal los. Kann ja nur besser werden. Und wir haben heute Verstärkung dabei. Ja. Ja, Hannes, der hat nämlich gestern den ganzen Tag durchgeschlafen, damit er heute daran teilnehmen kann. Aber ja. Schön. Demmingen. Mhm. Wasserkraftwerk. Oder was heißt das? Let's go. Auskippen und los. Ja. Musst du auf den Stein drauf, der da ist. Wurscht, da ziehen wir jetzt halt einfach drüber. Ja, zeig mal. Du ziehst ja gerade eine Badewanne vor. Ja. Never ever. Das trinkt. Die Leute dürfen immer ein Boot haben. Ja. Ja, dann.
Richtig klapprig einfach. Ja, komm. Nein. Bisschen weiter. Hast du es? Sehr gut. So, jetzt kannst du liegen bleiben. Für den Besitzer. Ja, da wird er sich freuen. Falls ja. Er oder sie oder es das sieht, Sponsoring. Ja? Ach was. Ist nicht wahr. Scheiße, stimmt. Da vorne ist ein Erdrutsch rüber. Runter. Alter, sieht das krass aus. Eieiei. Krass. Das ist richtig krass. Das fühlt sich so, so krass an. Weil es geht halt auch noch bergab runter. Willst du hierher kommen? Nee. Ich muss mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen, dann komme ich wieder. Das ist halt auch krass, ne? Aha, weil es auch so bergab geht, ne? Alter. Ja. Warum gehen wir da jetzt nicht hoch? Ihr, weil ihr Schisser seid und ich, weil ich noch größere Schisser bin und eh schon runtergehen wollte. Ja, jetzt blend mal hier die Aufnahmen ein. Da oben geht es echt quasi senkrecht nach unten und da ist nur so ein Seil. Die Steine sehen sehr rutschig aus. Und da hinten kommt eine Unwetterfront auf uns zu. Wir haben auch schon Tropfen abbekommen. Und meine also, Höhenangst kickt gerade voll rein. Nein, nein, nein. Ja? Nee, ja, aber nein, was, das machen wir nicht. Aber ist auch sehr schön hier. Jetzt gehen wir hier wieder runter. So, kurzes Update. Ich weiß zwar, dass ich Höhenangst habe. Normalerweise setzt es aber nicht schon bei so einem Weg wie da gerade eben ein. Ja, jetzt hat gerade, wo wir hier runtergegangen sind, haben wir einfach wieder gehört, dass da irgendwie sich Steine gelöst haben. Elias hat die Drohne gestartet. Die Aufnahmen, entweder habt ihr sie schon gesehen oder seht ihr sie gleich. Und ich bin gerade einfach nur so krass froh, dass wir schon hier sind, weil ansonsten hätte ich so schlapprige Knie gerade. Ich würde gar nicht mehr klarkommen. Boah, Alter.
Es ist halt einfach wirklich nur so 25 Meter vom Weg entfernt, wo die Steine runtergehen. Wie als hätte man es manchmal im Gefühl, ne? Richtig krank, richtig krank. Du hattest einfach recht. Du hattest einfach recht. Ich hatte einfach recht. Einmal auf mich hören. Also das ist halt, man kann es ja vielleicht irgendwie messen oder so, es sind vielleicht 25 Meter oder so, 30. Ja. Das hat richtig runtergeschallert. Wenn wir diese Tonaufnahme dazu hätten, ne? Das macht er einfach nur... Ich glaube, man sieht schon, wie laut das war. Ich glaube, man sieht es auch. Ja. Wenn man Videoaufnahmen hören kann, ne? Ihr werdet es sehen. Und hören. Nachvertonung. Nachvertonung. Hauen wir unsere Beatbox-Kenntnisse rein. Gerade ist wieder ein Stein runter. Ah, mehr. Vielleicht traut sich Elias da vorne nochmal runter zu gehen und das aufzunehmen. Ach, ich weiß nicht. Ich nicht. Gerade irgendwie keine Lust drauf. Ist auch so ein bisschen kalt. Jetzt ist ihm kalt. Scheiße. Jetzt werden halt sogar schon hier auf dem Weg meine Knie schlottrig. Was wir jetzt schon wieder erlebt haben, ne? Ey, jeden Tag die gleiche Scheiße, weißt du? Wir wollen einfach nur nochmal wandern gehen, an den Strand fahren, whatever, zum Nordkap. Nein, es muss immer extrem sein. Sorry. Weißt du? Gestern dieses Schneefeld, heute Erdrutsch. Vielleicht finden wir... Noch lachen wir. Vielleicht lachen wir noch. Bald haben wir nichts mehr zu lachen. Bald nicht mehr. Finden wir unten an der Straße einen Punkt, wo man gut hinschauen kann. Ja. Und das können wir. Oh, ich bin froh, dass wir unten sind. Können wir da nochmal ein bisschen schauen? Ja, gerne. Into the rain. Ja. Besonders jetzt fängt es halt auch noch zum Regnen an, ne? Ja, wir müssen uns gleich echt beeilen. Wir haben jetzt halt nochmal kurz in das Tourenbuch reingeschrieben, dass da eben so ein paar Felsbröckelchen runter bröckeln. Und ja, um ein paar Leute zu warnen. Ja, und es kamen uns auch welche entgegen. Die haben das aber scheinbar nicht so ernst genommen. Ja, aber wir haben es ihnen erzählt. Wir haben ihnen das sogar auch das Video gezeigt. Ja, von der Drohne. Aber, ja. Und jetzt gehen wir zurück zum Parkplatz und werden alsbald ins Foodkoma fallen. Oh, das wird super. Freu mich. Yay. Es fängt an zu regnen. Let's go. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich dachte, ich sehe voll zerstört aus. Ja, glaubst du, du wärst nicht ganz überhaupt hier reingekommen? Ja, nee. Also ich bin hier im Offroad-Kombo und weil es hier schön warm ist. Und weil hier was zu essen gibt. Nee, das habe ich ja gesponsert. Ja, heute. Ja, jedenfalls gibt es hier unser letztes gemeinsames Frühstück mit Kaffee. Und Knusper, Crunchy Dingern da als Nachtisch. Ach so. Ja, ja. Und Oreos mit Double Cream. Das wird richtig gut. Und knusprigem Brot. Ja. Wir stehen hier an der Straße. Da waren wir vorhin schon spazieren in der Früh. Und bald ist es aus und vorbei. Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal entspannen ein paar Tage. Ich habe vorhin, als wir da hochgegangen sind, habe ich wirklich meine Füße gespürt. Ne? Ja. Habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich habe irgendwie, da hat sich Haut abgelöst. Ja, hast du eine Blase bekommen? Nee, das ist keine Blase, das ist einfach, es hat sich Haut abgelöst. Alle mal genau herschauen jetzt. Schön rein da in die Pfanne.
So. Nicht zu Hause nachmachen, es könnte Schreie geben. Okay, ist quasi fertig. So. Let's Cook mit Elias. Ja. Neues Format auf meinem Kanal, Let's Cook. Oh, können wir nicht mal so ein Let's Eat machen? Ich fand die früher so cool. Sollen wir die da hinstellen, die Kamera, und einfach drauf losessen? Aber wie heißen diese Videos? ASMR? Ja. Oh. Kann man schon machen. Also nein. Schade eigentlich. Naja. Was? Also wir spachteln das jetzt weg und dann gucken wir mal. Es ist so ein bisschen, wenn wir Elias hier schon vermissen. Aber die Schoko-Crossies und die Oreos, die packen wir jetzt trotz allem einfach weg. Und dieses ständige, nasse, sandige Zeug am Boden, weil er immer mit den Schuhen hier reinhatscht. Ja. Aber so Spiegeleier und so, Rührei in der Früh, war schon immer gut, ne? Ja, das ist gut. Ja, war schon gut. Ja, das ist gut. Und an sich ist er ja auch ein ganzen Lieber. Ja. Richtig dusselig. War mir eine Ehre, wirklich. Ja, mir auch. Ja, mir auch. Ja. Mir auch, ne? Ja. Was heißt das? Das ist die Mehrzahl von auch. Das ist mehr als auch. Mir auch, ne? Auch. Jetzt kommen wir auf. Natürlich hat jede Reise ein Ende. Und wir sind jetzt halt am Ende von unserer gemeinsamen Reise angekommen. Und man fängt natürlich auch immer wieder an, irgendwie drüber nachzudenken, was ist passiert. Wäre das vielleicht auch passiert, wenn andere Leute mit dabei gewesen wären oder andere Leute nicht mit dabei gewesen wären. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es einfach eine perfekte Konstellation war. Wir haben so viel erlebt und das aber nur, weil wir am Anfang zu viel unterwegs waren. Wir hatten einfach wirklich wahnsinnig viele Sachen nicht erlebt oder nicht in diesem Ausmaß erleben können, wenn wir eben nicht Thomas mit dabei gehabt hätten, wenn wir nicht Elias mit dabei gehabt hätten oder Hannes mit dabei gewesen wäre oder wenn ich nicht mit dabei gewesen wäre. Durch dich ist das Ganze erst entstanden. Stimmt, ja. Und alleine auch dieser Punkt, dass das alles entstanden ist, dadurch, dass Hannes und ich durch Schweden durchgefahren sind, aus Zufall einen Schlafplatz gefunden haben. Da lag aus Zufall ein Logbuch, wo sich Elias 3 Wochen davor eingetragen hat. Er einfach nochmal einfach so seinen Instagram-Namen mit hingeschrieben hat. Du wolltest es eigentlich gar nicht hinschreiben. Nee, oder? Genau. Meine Mom dachte sich so, musst du dich da jetzt eintragen? Irgendwie sowas hat sie gesagt. Ja. Ja, oder lass es doch liegen oder so. Irgendwie sowas war das, keine Ahnung. Also es stand auf der Kipp, ob ich das überhaupt nehme und da einen Text reinschreibe. Und ja, dann habe ich ihn angeschrieben, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Dann sind irgendwie blöde Gedanken entstanden, jetzt sind wir hier. Genau, ist die Kurzform. Und, ja, die Langversion habt ihr im Video gesehen. Ja, in den aber Videos. Alleine dieser Zufall und was daraus entstanden ist, kann eigentlich kaum ein Zufall sein. Und deshalb, ja, bin ich sehr dankbar und glücklich, ja, dass wir die Reise so hatten und genau, alle einzelnen Erlebnisse, was alles passiert ist. Es ist einfach so krank. Ja. Es waren nicht mal 2 Wochen und was wir alles erlebt haben. Und wie das auch oft mit dem Wetter einfach gepasst hat, dass wir dann von der Wanderung wieder kamen, dann hat es auf einmal angefangen zu schiffen. Oder auch morgens haben wir noch irgendwie draußen verbracht und dann sind wir ins Auto gestiegen, es hat angefangen zu regnen. Und die Verrücktheit der Dinge, die wir erlebt haben. Schon krank. Und einzelne spezielle Zufälle, die da passiert sind, Wahnsinn. Und auch, dass man einfach aus Zufall Leute trifft, mit denen man sowas machen kann. Ja. Es war jetzt wirklich genau. Schade, dass Thomas wirklich früher wieder abreisen musste, weil es hätte auch weiterhin wirklich perfekt gepasst, so in dieser Viererkonstellation. Mhm. Und ja, aber trotz allem war es ein richtig cooler Trip. Es kann ja auch immer sein, dass man sich nicht versteht oder so. Das merkt man halt auch immer auf so einem Trip erst. Wir haben zwar mal so einen 1,5-2 Tagestrip
gemacht. Das war unsere erste Zusammenkunft. Das war ja kein Trip, wir haben uns nicht getroffen. Aber trotzdem, ne? Da kann man erst ja nicht so richtig dann feststellen. Aber wir haben sofort gemerkt, dass wir eigentlich gut im Team funktionieren und ja, dass jedes Auto und jede Fähigkeit von jemandem irgendwie dem anderen auch was bringt. Und das haben wir gut ausgenutzt, finde ich. Und ja. Ja, der Landy kann gut abschleppen. Kann sich gut festfahren. Kann sich gut festfahren und würde ganz gerne mehr können. Nee, aber es war wirklich bei dem Wetter auch. Ich meine, ringsherum, um uns herum, sind die Berge komplett schneebedeckt. Da oben schneit es gerade. Wir haben hier gerade wahrscheinlich 2-3 Grad. Es ist ständig am Regnen. Also das ist wirklich gut, dass der Combo so viel Sitzfläche bietet, sogar für 4 Leute, dass er uns halt wirklich im Nu wieder aufwärmt. Das Beste, was uns passieren konnte eigentlich. Den Landys. Auch, dass wir immer so zusammen alle dann halt kochen konnten in einem Auto, dass das halt alles so geklappt hat einfach. Ja. Dass dann nicht irgendwie bei jeder kocht für sich, keine Ahnung, dann haut wieder irgendjemand ab und ist besser. Sondern dass wirklich alle so im Team dann auf einmal zusammengewirkt haben und ja, der eine will das machen, der andere will das machen, dann kombiniert man es halt einfach. Und, ja. Schön. War richtig gut, war richtig schön. Dann wollten wir euch noch teilhaben lassen, kurz bevor wir uns jetzt trennen. Ja. Ja, also das wird jetzt gleich sein. Wir fahren jetzt noch ein Stückchen zusammen und dann werde ich links abbiegen und ihr fahrt einfach weiter geradeaus. Genau. Und dann geht's für uns nach Hause. Ja. Und für dich noch 5 Monate weiter. Ja, nicht mehr ganz 5, 4,5. Roundabout. Aber der Sommer steht vor der Tür. Hey. Irgendwo ist er. Nur nicht hier. Nee, nur nicht hier. Ja. Wie auch immer, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Viel Spaß bei den nächsten Abenteuern, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Macht's Servus. Gut. Servus. Der gemeinsame Roadtrip nach der Nordkap-Challenge war also vorbei. Für die anderen ging es jetzt endgültig zurück, doch für mich lagen noch 4,5 weitere Monate durch Skandinavien vor mir. Meine Liste mit Wanderungen, Wasserfällen, Plätzen, die ich mir anschauen möchte und Sehenswürdigkeiten ist komplett gefüllt. Und so mache ich mich auf den Weg und fahre ab jetzt alleine weiter. Ihr dürft euch also auf viele weitere Vlogs von mir aus Skandinavien freuen. Voller neuer Abenteuer und natürlich auch der ein oder anderen Drohnenaufnahme. Hier vorab ein kleiner Einblick, was euch in den nächsten Vlogs erwarten wird. Danke fürs Zusehen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und eine Bewertung in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut. Ciao zusammen.